Servus zu einer neuen Folge von Bellride. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Weiter geht's mit einer neuen verregneten Folge hier im mittelalterlichen Sonnental in den Niederlanden. Und es gibt einiges zu tun. Allen voran möchte ich mir da oben eine Quest holen. Und zwar, damit ich Ruf in dem Dorf da oben sammeln kann. Und das lässt sich am einfachsten verwirklichen, wenn man Questziele erfüllt. Und das würde ich jetzt ganz gerne machen. Da läuft schon ein Quest herum. Schauen wir sich mal was der von uns möchte. Oh, das ist doch Amelie. How's our new Handanian doing? Any progress in your search? Irgendwelche Ideen? You don't want to keep living in that uncomfortable shack, do you? Wer Leute rekrutiert da? I heard, even if, and by the gods. Gods above, did you really kill those wolves for the elder? That's hilarious. Heure einen weiteren Gefolgsmann an. I wasn't making light of the deed, I promise. You're going to help me kill the Lord of the Lowlands. Man muss mir helfen, den Herrn des Flachlands zu töten. No, I just wanted to see how. If you really want to help, let's start with the Lowlands. So I want to do something about it. Just don't tell Dobro. Ich hoffe wirklich, dass es sich alles lohnt. Ich dachte, du wolltest keine. Dann, ja. You have the freedom to talk to people now. Lucky you. Okay. Let's find out who needs help. Handy, and yet, so yes, we butt heads a lot. That's why we have to work behind. Okay. Das führt aktuell gerade zu nichts, aber hoffentlich geht sich's aus, dass sich da diesen einen Questgeber findet, der eigentlich recht schnell zu erledigen ist. Und zwar, der will nur Kräuter haben. Und da würde ich mich jetzt echt freuen, wenn der, da läuft jemand herum. Ich denke, das könnte er sein. Ansonsten schauen wir mal. Ich habe keine Aufgaben für dich. Leb wohl. Dalibor. Ja, genau. Den habe ich gesucht. Diese Quest verfolgen. Genau, die ist nämlich leicht zu erledigen. Wir werden jetzt einfach dann nur unsere Kräuter plündern, die wir eh schon gesammelt haben. Dann werden wir eine Nacht drüber schlafen. Dann gehen wir das ab und dann haben wir wieder ein bisschen was gesammelt. Dann haben wir wieder ein bisschen Ruf und Punkte gesammelt für das Dorf. Und ja, ich denke, das klappt. Und ich hoffe, das klappt. Alles in allem sind die weiteren Ziele natürlich der Ausbau des Dorfs, selbstverständlich. Aber ich möchte auch sehr gerne dem guten Lubo ein bisschen bessere Kleidung zur Verfügung stellen. Weil ich denke, dass bessere Kleidung auch gleichzeitig bessere Rüstung für ihn ist. Und das hat er sich verdient. Und ja, ich glaube, nach dem nächsten Schlafen wird es wahrscheinlich auch der Winter dann da sein. Und ich weiß nicht, ob und wie ihm die Kälte schadet oder ob ihm die Kälte schadet. Es ist jetzt 22.10 Uhr. Zweimal Flachs. Ich weiß definitiv, dass ich keinen Flachs mehr in der Hütte habe, weil das hat alles verbraucht für dieses Sammellager. Da ist noch Flachs. Perfekt. So. Dann packe ich mir nur noch schnell die zwei Sachen ein. Die zwei Salbe und die zwei Hanf. Dann legen wir sich schlafen.
Und dann gehen wir die gleich mal ab. So, dann haben wir alles eingesteckt und jetzt eine Runde schlafen. Tag 6. Ein Tag bis zum Winter. Na dann, raus aus den Federn. Ich habe jetzt aktuell tatsächlich kein Barfoot genommen. Vielleicht sollten wir in dieser Folge noch die Fallen auch aufstellen und noch ein paar Beeren pflücken, um über den Winter zu kommen. Generell sollten wir eigentlich ziemlich viel von allem jetzt machen. Aber das mit den Quests ist gerade echt wichtiger. Und ich will jetzt keine Zeit verlieren. Wenn ich jetzt wieder umgedreht wäre, denen wieder das Aufträge gegeben hätte und so weiter, das würde alles Zeit kosten. Und wir haben ja keine Zeit. Wir müssen ja irgendwie hier weitermachen. Sag mal, warum kommt der da jetzt nicht über die Mauer drüber? So, da läuft mein Quest. Ja, es gab einen neuen Patch auch. Also ich habe heute, wie ich Steam gestartet habe, hat er mir gleich mal gesagt, da muss was runtergeladen werden. Und offensichtlich gab es ein paar Verbesserungen. Landwirtschaft oder Ernten? Lehrlingsbuch Ernten. Hey, cool. Hast du noch was? Na, kann er. Na, nicht wohl. Gut. Sehr gut. Wir haben jetzt aktuell 137 von diesen Rufpunkten. Und ich glaube, wir haben ein Buch, oder? Das könnte man eigentlich. Oh, zwei Bücher haben wir. Chance auf zusätzlichen Ernteertrag. Aha, das steigert sogar. Also wahrscheinlich, wenn man eine Beere normalerweise pflückt, kann man dann vielleicht sogar irgendwann zwei Beeren pflücken. Das ist so cool. Das ist nämlich genau das, was wir brauchen. Ertragreiche Ernten. Lange Vertrauensstufe Freund von den Leuten. So. Also gut. Dann schauen wir mal, was kann man denn hier alles einstellen bzw. verwalten. Lagerbestand. Ja, Beeren. Auffüllen, dass wir immer 10 Stück haben. Priorität 1. Nach den Beeren brauchen wir noch Pilze, dass wir auch immer 10 Stück haben. Priorität 2. Und haben wir noch 37 Schilfrohr? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Okay, Flachs. Beeren. Beeren, Pilze, Salbe. Das ist mal im Moment das Wichtigste. Und. Ah. Beeren, Pilze. Tatsächlich Flachs. Auffüllen, auffüllen. Priorität 3. So. Er sammelt schon wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube, der geht gerade sammeln. Ja, er pflückt es gerade. Er pflückt gerade die Beeren. Sehr gut. Da ist irgendwo das Banditenlager. Sollten wir da mal vorbeischauen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Lassen wir es lieber.
Und da kommen wir eh gerade in die Nähe. Bringen uns in Gefahr. So. Holen wir sich das auch noch. Oder dann noch ein paar Pilze vielleicht. Nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Die kann man nicht ernten. Aber tatsächlich wäre es jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir selber mal ein paar Pilze mitnehmen würden. Wobei, er sammelt es eh. Er sammelt es eh. Und der ist ja gar nicht so schlecht unterwegs. So, was können wir denn eigentlich noch bauen? Haben wir irgendwo ein Lager? Sammellager, Wohnzelt. Umbenennen. Oh. Lagerfeuer. Dorfplatz. Hey, ich glaube, ich bin draufgekommen. Warte mal, wenn ich jetzt sage, ich will zur Lagertruhe und dann gehe ich umbenennen und dann gehe ich dahin. Dann kann ich hier sagen. Nahrung. Cool. Ja, das ist schon verdorben. Das können wir gleich mitnehmen und schmeißen es gleich ins Blumsklo. Hey, jetzt bin ich drauf gekommen, wie man umbenennen kann. Da, schmeißen wir da rein. Und fertig. Ich habe noch ein Buch. Das jetzt. Habe ich das jetzt gelesen? Achso, der kann nur eins lesen gerade, oder wie? Oder lest er das gerade? So irgendwie wird er das. So irgendwie wird sich das verstehen. Man sieht, es wird neblig, das heißt, der Winter zieht auf. Wie schaut es denn eigentlich in diesem Baum hier aus? Gibt es hier nicht irgendwo ein Lager? Holzfällerlager. Ich müsste ein Holzfällerlager bauen. Ich muss das Holzfällerlager erforschen, um dann ein Lager bauen zu können. Aber ich glaube, das ist notwendig. Beziehungsweise. Handwickel. Reisekapuze, Reisehose, Strohhut, Handwickel, Hanf und Flachs und Strohhut. Schauen wir mal, bauen wir sich das einmal. Hanf und Flachs. So. Bauen wir das einmal. Das Verwalten. So. Herstellen. Handwickel. Dann stellen wir sich das selber her. Machen noch einen Strohhut oder eine Reisekapuze. Hey, eine Reisekapuze ist doch viel besser. Gibt es Reisehandschuhe auch? Nein, nur Reiseschuhe, die haben wir. Ja. Ja, cool, dann machen wir nachher noch die Reisekapuze, aber die hat 3 Rüstung. Das kostet auch nicht so viel Zeug. Wir müssen eh Erfahrung sammeln. So, jetzt kriegen wir noch die Reisekapuze. Ja, perfekt. Dann wird es wenigstens nicht so kalt. Den Deckel setzen wir uns auch gleich auf. Dann schauen wir mal, was unser guter Lubo braucht. Den werden wir auch gleich versuchen einzukleiden. Und ja,
Ah ja, das läuft. Wir könnten die Quest jetzt noch abgeben. Also wir könnten nicht die Quest abgeben, wir könnten die Münze abgeben. Ja, cool. So, dann möchte ich nochmal gerne Handwickel machen. Ja, also es ist etwas langwierig, die Arbeit hier, also quasi das Herstellen, aber wir werden es hoffentlich damit skillen und wir brauchen das Skill sowieso, egal was wir tun, ob wir jetzt in 3 Tagen was haben oder in 4 Tagen, ob wir jetzt in 3 Tagen das Holzfällerlager haben, dafür aber voll ausgekleidet sind oder eingekleidet sind, mal fürs Erste oder umgekehrt, ob wir jetzt gleich das Lager bauen, dafür wir jetzt in 3 Tagen eingekleidet sind. Ich finde, kurz vorm Winter, glaube ich, ist es sogar besser, wenn wir gewisse Dinge... Was brauchen wir denn? Ah, da brauchen wir noch Flachs. Da müssen wir noch einmal Flachs mitnehmen. Hopp. Hast du doch so viel Flachs, oder wie? Warte mal, bleib mal kurz stehen. Halt! Halt! Ich brauche mal kurz dein Inventar. Du kriegst von mir Handwickel. Ja, dann hast du mal... Ah, ah. Sorry, Lubo, bleib noch mal kurz stehen. Was hast du denn? Du hast Holzfällerschuhe, Holzfällerhose, Holzfällerweste. Hey, du hast sogar einen Winterumhang. Aber du hast noch keinen Reisedeckel. Das heißt, du kriegst das auch noch von mir. Dann kriegst du das jetzt von mir. Genau, das stellen wir her. Ah, ich glaube, es geht schneller. Schau, ich glaube, es geht jetzt schon schneller. Dann geben wir ihm das Zeug auch noch. Und dann werden wir gleich einmal die Forschung starten. Sehr gut. Lubo? Ja, so schnell, so flink der Typ. Egal, das machen wir anders. Wir gehen jetzt zum Forschungstisch und sagen, wir wollen das Holzfällerlager erforschen. Holzfällerlager... Holzfällerlager. Bitte Priorität 1. Ich bedanke mich. Dann gehen wir ins Baumenü, gehen auf Umbenennen, gehen auf das hier. Und das heißt dann Material 1. Perfekt. Umbenennen. Wir gehen weiter. Material 2. Kann man noch weiter umbenennen? Ausrüstung. Sehr gut. Gefällt mir. Da ist gerade kein Platz mehr. Da. Ah, die nehmen wir mit. Die falsche Taste gedrückt, dann gehen wir das noch ab, dann gehen wir das noch ab und das bringen wir jetzt dem guten Lubo. Dann ist ihm nicht mehr so kalt, ich finde das irgendwie so, ja. Ein harter Bursche, eindeutig, also, dass ihm noch nicht kalt ist. Perfekt. Sehr gut. Wir sind jetzt die Grauhütte. Das Lager der Grauhütte. Vicky und die starken Männer, da gab es doch auch mal die Graumänner. Ja genau, die Graumänner waren das. Das Graumännerlager. Herrlich. Ja, wir geben jetzt mal die Münze ab und suchen uns noch ein paar Quests. Er füllt da jetzt um jeden Preis, glaube ich, die Truhen an, oder? Er sammelt jetzt so lange, bis das alles erledigt ist. Ich glaube, wir werden ihn vorher forschen lassen. Das ist vielleicht, okay, das ist vielleicht sinnvoller. Priorität 2. Erst muss geforscht werden. So. Es ist 14 Uhr, dann schauen wir mal, was wir da oben tun können. 137... Punkte haben wir.
Sollen wir mal kurz probieren bei dem Banditen? Ah, ich glaube, die gehen dann am Abend noch eine Runde und dann werden wir mal schauen, ob sie da sind. Und dann werden wir sie aus so einem quasi Hinterhalt beschießen und ich hoffe, dass wir das dann recht gut hinbekommen. Ich könnte aber eigentlich auch jagen gehen oder versuchen, mit meinem Bogen jagen zu gehen. Das wäre auch so eine Idee, oder? Ja, habe ich schon mal erwähnt, dass das Spiel wahnsinnig viel Spaß macht. Ich glaube, jede Folge einmal. Aber ich sage es jetzt nochmal gerne. Ich bin unermüdlich, wenn es um das geht. Das Spiel macht einfach nur gewaltigen Spaß. So, da sehe ich Sprechblasen. Ja, ich glaube, dich kenne ich schon, oder? Du hast eine Quest für mich, ja. Ah, das ist die, die sagt, schau mal, dass du Leute kriegst ins Dorf oder in dein Dorf. Darum ist noch eine Sprechblase, auf die werden wir jetzt mal zielgerichtet ansteuern. Davor aber eventuell beim Dorfältesten mal vorbeischauen. Und ihm die Münze abgeben. Händler. Aha, das ist nur ein Händler. Da steht er. Kann ich Ihnen helfen? Es tut mir leid, aber ich habe nichts. Nun gut, sonst noch was? Ich möchte dich etwas... Nein, ich möchte gerne... Ich dachte, ich kann dir die Münzen abgeben. Habe ich die Münze jetzt vorhin rausgeschmissen? Oder was habe ich mit der Münze getan? Leider habe ich keine Aufgabe für dich. Nun gut. Okay. Bei dem waren wir schon, aber vielleicht hat er ja noch was zu tun. Ich brauche ein paar einfache Schnüre und Baumstämme. Na bitte. Mach dir keine Sorgen. Okay, dann schalten wir da mal um. Also, jetzt braucht er 4-mal einfache Schnur, 2 Stück gekochtes Fleisch und 2-mal Baumstamm. Ja, das geben wir ihm doch gerne. Und die Münze, die habe ich, glaube ich, auch irgendwo abgelegt. Ich muss die Münze irgendwo hingelegt haben. Kann ich eigentlich... Ah, er liest dieses Erntebuch. Okay. Ja, gut. Oder gar nicht gut. Keine Ahnung. Gut, weil das Spiel so viel Spaß macht. Gar nicht gut, weil ich diese Münze jetzt vergessen habe. Aber, ja. Ich habe keine Ahnung, warum mir das nicht aufgefallen ist. Jetzt könnte man das Holzfällerlager bauen. 2-mal Baumstamm, 2 Stück gekochtes Fleisch. Ich könnte natürlich jetzt schnell versuchen, Tiere zu jagen. Oder ich stelle schnell die Fallen auf. Ah, schau, Pilze. Er sammelt Pilze. Ich glaube, ich werde die 2 Fallen, die wir haben, die werde ich bestücken und hoffen, dass wir da Fleisch drin haben. Dann werden wir da noch nebenbei schauen, dass wir... Bären, 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 dann bitte gerne schauen wir, dass wir immer Holz haben, auch auffüllen auf 10. Das hat dann Priorität Nummer 4. Und dann werden wir das... Dann werden wir da mal kurz verwalten und... Bauen.
Wohnzelt, Webstuhl, persönliche Hütte, Holzfäller, Platz. Was macht denn der? Ermöglicht es einem Arbeiter, Baumstämme in Holz zu hacken. Aha, das heißt, wenn wir die kleinen Hölzer nicht mehr haben, könnte man mit dem eigentlich umschwenken. Gut, müssen wir das noch forschen, beziehungsweise schauen wir mal. Ja, ich muss das Lager erst erforschen. Lager, Lager, Lager. Stein, Baumstamm, Priorität 1. Passt, dann fängt er jetzt an zu forschen. Und wir werden jetzt mal schauen, ob wir mit unseren Fallen... Ja, wir werden jetzt... Ich werde mir zweimal Beeren mitnehmen, dann werde ich mir selber gleich mal eine Beere reinpfeifen. Da ist die Münze, schau. Da ist die Münze. Beziehungsweise. Ich pfeife mir noch einen Pilz rein und dann kletter ich schnell auf meinen Arbeitsplatz und dann laufen wir zu den Fallen. Da ist noch. Nehmen wir auch noch mit. Gut, dass ich es mitgenommen habe, ich habe schon wieder keine Beeren mit. Das ernten wir jetzt auch noch ab. Passt. So, dann hoffe ich, dass sich das ausgeht, dass wenn wir die Fallen bestückt haben, dass wir das mit dem restlichen... Ersetze kaputte Falle. Nein, die ist defekt. Die wenigstens in Ordnung. Tierische Überreste. Aber kein Fleisch. Ist schon verwest wahrscheinlich. Gut. Dann holen wir jetzt die Schnüre. Tiere laufen da aktuell gerade keine. Dann könnten wir eigentlich noch eine Falle bauen. Könnten die eine Falle ersetzen oder sehen wir da irgendwo Tiere, die wir jagen können? Nicht wirklich. Ich meine, ich könnte versuchen, die nochmal auf Wölfe zu gehen. Ich habe gar keine Schnüre mehr. Ich muss Schnüre machen. Viermal einfache Schnur. Na dann. Das heißt, wir brauchen viermal Flachs. Dreimal Hammer. Viermal. Ah, ich habe eh... So, 1, 2, 3, 4. Dann können wir das wieder abgeben. Das Fell geben wir ab. Hier legen wir die Beeren rein. Beziehungsweise eine Beere legen wir rein. Eine Beere nehmen wir raus. Holen uns jetzt noch Holz. Hoffentlich haben wir noch Holz. Weil ich brauche eine Falle. Einfache Falle, primitive Falle, kleine Falle. Nicht genügend Ressourcen. So. Dann holen wir uns da mal Holz. Darf nicht vergessen, dass man dieses Symbol sehen muss und wenn man dieses Symbol sieht, dann kann man mit der Maustaste draufbleiben oder auch nicht. Das ist der falsche Baum, das war ein großer Baum, der erschlägt mich jetzt hoffentlich gerade. So. Mhm.
brauche sowieso zwei Baumstämme. Und somit werde ich gleich das hier umhacken. Hoffen, dass ich genug Platz habe. Ja, genug Platz zumindest für einen. Das ist ja schon einmal in Ordnung. Es ist wieder Abend und der Winter kommt. Dann nehmen wir noch den Flachs mit. So. Ist die kleine Falle jetzt fertig? So, das nehmen wir mal raus. Dann werden wir hier das Lager öffnen. Wir werden hier noch ein bisschen. Wir werden hier sagen, wir wollen 5 Holz haben. Dankeschön. Dann nehmen wir die kleine Falle. Die werden wir selber bauen. Ja, es geht tatsächlich etwas schneller mit dem Bauen. 31 Minuten haben wir aktuell in der Aufnahme. Da geht noch ein bisschen was. Können wir das eigentlich nebenbei essen, genau während er herstellt. Also futtern geht jederzeit. Wir brauchen 2 Baumstämme. Aha. Er sortiert das dann offensichtlich selber. Wir gehen jetzt zu den Fallen. Drehen uns mal ein Licht auf. Werden die mal befüllen. So, wo ist die andere Falle? Schon was drin? Nö, leider noch nicht. Die Frage, ob es Sinn hat, wenn man da jetzt noch irgendwie... Nein, es ist eh 22 Uhr, dann ist eh Nachtruhe. Und da mache ich das lieber so, dass ich jetzt hier noch schnell die eine Beere da mitnehme. Nochmal zu der Falle raufgehe, weil ich habe die Beere gerade... Ah, jetzt hat sie zugeschnappt, die Falle. Schau, jetzt ist blau. Ich habe nämlich vorher gerade die Beere, die ich eigentlich für die Falle verwendet habe, selbst gefressen. Ja, somit müssen wir nochmal zurücklaufen. Das ist in Ordnung. Jetzt könnte man natürlich sagen, ersetze kaputte Falle, tierische Überreste. Dankeschön. Dankeschön. So, einen zweiten Baumstamm. Die 4 Schnüre habe ich, einen zweiten Baumstamm brauche ich noch. Ich könnte jetzt noch schnell eine Falle bauen. Wir brauchen so oder so brauchen wir es. 1, 2, 3, 4, 5. Dann stellen wir noch schnell eine Falle. Tauschen die aus, befüllen die gleich. Dann haben wir vielleicht nochmal Fleisch. Braten das dann schnell. Aber das können wir heute, naja, das können wir eigentlich schon noch braten. Das ist nicht das Problem. Ja, das ist nicht das Problem. Dann schlafen gehen, dann die Quest abgeben. Dann überlegen, ob wir den Banditen einen Besuch abstatten und dann einmal schauen, was wir zukünftig eigentlich gerne machen wollen. Hat der jetzt hier schon geforscht? Nee, das, sonst wäre das, glaube ich, 70% 3 Baumstämme bräuchte er noch. Gut, die muss er sich selber holen. Ich könnte natürlich jetzt sagen... Ich
könnte natürlich sagen, ich mache jetzt das mit dem rohen Fleisch. Hol mir noch schnell. Schmeiß dann noch schnell was rein. Soll sich das hier anbraten? Dann schnappe ich mir die Falle. Den Flachs können wir abgeben. Genau. Schnapp mir hier noch eine Beere. Leg die Falle aus. Zupf das Fleisch runter, fress hoffentlich nicht selber, weil ich wieder dran denke, dass ich das jetzt gerne essen will. Und dann habe ich schon mal das, was ich brauche. So, die Falle ist in Betrieb. Da ist sie. Passt, beide Fallen sind aktiv. Dann hole ich mal jetzt noch das Fleisch vom Feuer. Dann werden wir warten, bis... Ja, die muss ich dann auch noch reparieren. Da brauche ich wahrscheinlich Holz dazu. Ich bin nicht mit dir da rein. So. Herstellen, reparieren, Fackel. Perfekt. Inventar. Fackel wieder ablegen. Kleines Stück gekochtes Fleisch und es ist fertig. Perfekt. Habe ich das jetzt eingesteckt? Sehr gut. Dann jetzt eine Runde schlafen gehen. Jetzt müsste theoretisch der Winter da sein, das heißt, es wird wahrscheinlich jetzt gleich Schnee beginnen zu schneien. Ja, es regnet und es wird dann wahrscheinlich in Schnee übergehen, oder? Gut. Dann schauen wir mal schnell bei den Fallen vorbei. Zwei Stück gekochtes Fleisch. Kleines Stück gekochtes Fleisch. Ach nee. Das heißt, ich muss Wölfe töten, oder? Ja, dann gehen wir jetzt Wölfe töten. Das ist ein alter Platz. Vielleicht kriegen wir das Ding irgendwie kaputt. Da unten steht er, ganz leise. Ich hab den doch getroffen, oder? Ich hab den doch in die Fresse geschossen zweimal. Das gibt's doch nicht. Brauchst du wahrscheinlich Elchpfeile oder was? Weiß ich nicht, wie du das Ding da tötest. Da ist ein Karnickel. Vielleicht treffen wir einen Karnickel. Aber da ist er wieder. Schau mal. Okay, ich hab's verstanden. Das hat mit der Ausdauer zu tun.
Jetzt habe ich wieder was verstanden, wieder was kapiert. Ja, man muss das Spiel tatsächlich kennenlernen von der kleinsten Sekunde an. Da nehmen wir jetzt noch die Pilze mit. Oder irgendwie über den Winter kommen. Ja. Sind da wieder Wölfe irgendwo? Ja, ich verschieße meine ganzen Pfeile noch, bevor ich irgendein Tier irgendwie treffe. So, komm her. Komm her. Überreste. Guck mal da. 10 Erz. Ja, das nehmen wir doch gern mit. So, dann zurück. Wie viele Pfeile habe ich jetzt noch? 21. 9 Stück habe ich verschossen. Ja, nehmen wir noch ein bisschen Flachs mit. Und dann schauen wir weiter. Da nehmen wir auch noch ein bisschen Flachs mit. Inventar ist voll. Ah, weil ich den Baumstamm noch bei mir herumtrage, oder? Ja, genau. Ja, nicht so tragisch. Habe ich eine Beere zu futtern? Nee. Einen Pilz könnte ich essen. Was bringt ein Pilz eigentlich? Nehmen wir. Ah, und eine Beere, das ist... Schau. Die nehmen wir, essen wir auch gleich, wenn wir schon dabei sind. Zack. Wieder ordentlich aufgefuttert. Also der darf ruhig viel essen, weil der macht eh viel Sport. Der läuft eh viel herum, also... Der... wird sich nicht fett fressen und schon gar nicht an Beeren und Pilzen. So, das nächste Ziel ist dann das Sammellager oder den Sammelplatz. Hoffentlich hat er den dann erforscht, dass wir den dann bauen können. Und dann würde ich meine 4 Lagerkisten, ich würde sie schon noch behalten, aber in erster Linie würde ich natürlich die Lager bestücken oder das Lager. Und hoffe, dass ich das dann mit der Quest mittlerweile hinbekomme. 4 Schnüre, 2 Fleisch, 2 Baumstämme. Der schleppt Baumstämme. Optimal. 43 Minuten, das geht sich noch gut aus. Nicht Pilz, ich würde ganz gerne... Rohes Fleisch. Rohes Fleisch, jetzt bauen wir Holz. Eins, zwei. Das müsste sich ausgehen. Dann hoffe ich... Ah, das Lager ist fertig erforscht. Sehr gut, dann kannst du es gleich bauen, bitte. Das Lager hätte ich dann ganz gerne... So, mein Freund, du hast jetzt eh brav gesammelt. Du kriegst jetzt eine neue Prioritätenreihung. Ah, oh, der ist schon ordentlich benannt. So, Inventar. Du hast alles, was du brauchst. Ich würde dir aber gerne, genau, ich würde dir ganz gerne sagen, dass du bitte Bau 2, perfekt. Bau 2, Herstellung, Lieferung 3, Ernten 4. Kochen 5 und Herstellung 5. Perfekt. Wie schaut's aus mit meinem Fleisch? Pilz. Pilz.
hier noch entpilzen. Perfekt, das legen wir da um. Dann haben wir hier noch das. Und das Zinnerz kommt wieder zu mir in die Hütte. Optimal. Haben wir noch irgendwo da noch einen Samen drin? Warte mal, es fängt zu schneien an. Es fängt zu schneien an. Passt. Waffe steckt mal ein. Das Lager wird gebaut. Das Fleisch ist auch gleich fertig. Da müssen wir nur noch einen Baumstamm schleppen. So, eins, zwei. So, einen Baumstamm brauchen wir noch. Jetzt schneiden sie aber ordentlich. Ein Baumstamm braucht 9 Plätze. 3, 6, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Das müsste sich ausgehen. Er müsste es dann theoretisch ja selber zusammenschieben. So, dass er das noch tragen kann. Da müsste eigentlich auch mein Baumstamm liegen. Oder er hat sich den geholt, den ich vorhin umgehackt habe. Ich glaube, der hat sich den geholt, oder? Sehr gut. So. Perfekt. Er darf sich ja gerne. Ganz wichtig, übrigens ganz wichtig, und ja, das ist mir schon passiert, sonst würde ich es jetzt nicht sagen. Steck die Waffe ein, wenn du in das Dorf gehst und mit jemandem sprechen möchtest. Es ist mir schon passiert. In einer der vorigen Aufnahmen habe ich durch einen unglücklichen Zufall die Waffe bzw. die Axt in der Hand gelassen und habe dann versucht, mit jemandem zu sprechen. Das ging nicht gut aus. Für ihn schon, für mich nicht. Also unbedingt dran denken, Waffe einstecken. Das ist die Lady. Amelie. Ah, das sieht so genial aus, wenn es so schneit. So. Ich hoffe, mir wird nicht kalt. Kann man eigentlich nach. Ich denke, wir können uns gegenseitig zusammenarbeiten. Was denkst du? Kommt und seht mich, wenn wir die Chance. Kommt und seht mich, wenn wir die Chance hatten, euch kennenzulernen. 183, 137. Nicht genügend Ansehen. Ja. Gut, eigentlich müsste es jetzt halt noch gleich klappen, weil. Erstens mal habe ich die Münze mit, die ich jetzt schon die ganze Zeit vergessen habe abzugeben. Und dann Sachen angeht. So. Ja, ich habe alles. Damn those royal dogs that hit my head. I will. So, 150. Jetzt haben wir 287 Punkte. Jetzt sind wir Mitarbeiter, dann sprechen wir mit ihm. Dann möchte ich ihm gerne. Oh, Wolfszähne gibt auch Ruf, aber die Mütze gibt mehr. 30. Sehr gut. Ah. Ja, cool. 287 haben wir. Den Bettler nehme ich jetzt mal nicht.
ins Gefolge auf, aber vielleicht können wir jetzt mehr Aufgaben erfüllen. Da ist nämlich etwas. Kann ich mit etwas helfen? It's a task suited to someone of your discerning nature. Would you like to know more? Ich bin tatsächlich schon auf einer Seite. That's quite the stroke of luck. I'm fascinated. If you come across more, please share your... Wenn du auf mehr stößt. Jetzt sind wir immer noch Mitarbeiter. Ja, wir haben 287. Aber aktuell nur mehr diese eine Quest hier. Die hier herumläuft. Und das ist die Amelie, ne? Die Amelie will ja, dass wir jemanden noch anheuern. Ich würde gerne die Amelie anheuern, weil die kann man sicher auch mitnehmen. Und die ist gar nicht so schlecht. Vielleicht kann ich sie sogar anheuern. Ich habe einen Plan ausgeheckt. Ja, das ist mir. Die Briganten sind gefährlich. Wertvolles gestohlen. Warte mal, zähle mich dazu. Okay. Lege den gestohlenen Gegenstand in das geheime Versteck. Ich habe noch eine Falle eingesteckt, okay. Aha. Questziel, da drüber muss ich. Na, dann gehen wir mal dorthin. Es wird halt heute eine Questaufgabenfolge werden. Wir sind jetzt bei 52 Minuten, das möchte ich noch schnell abschließen. Dann würde ich gern schauen, was das Ganze noch bringt. Also kalt ist uns auf jeden Fall nicht, weil sonst hätte ich schon irgendwas gelesen. Ob der Umhang jetzt tatsächlich nur optisch was bringt oder tatsächlich was bringt, weiß ich nicht. Hier kann man nichts mehr plündern, weil das haben wir schon geplündert. Dann gehen wir danach vor. Lege den gestohlenen Gegenstand in das geheime Versteck. Aber ich habe tatsächlich vorhin keine kleine Falle eingesteckt gehabt. Somit hat die mir das gegeben. Das muss das Quest-Teil sein, was ich jetzt hier ablegen muss. Sprich mit Amelie. Aber wie das Ganze weitergeht, schauen wir sich in der nächsten Folge an. Ich werde mich jetzt von dir verabschieden, werde noch ein bisschen den Wintersturm genießen, wünsche dir wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich auch wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, nämlich morgen zu einer neuen Folge von Bellride. Bleib gesund, Servus.